boah, bin ich voll gewesen, gefuttert. Also jetzt nicht, weil ich irgendwie Alkohol getrunken habe oder so. Ja, und warum voll gewesen? Ganz einfach, weil ich das hier jetzt nachkommentieren darf. Zumindest die nächste Stunde lang. Ich hatte Audacity wieder gestartet, mein Aufnahmeprogramm, aber irgendwie dann wieder verpennt, auf Aufnahme zu rücken. Es ist wieder sehr geil. Jedenfalls waren wir zu diesem Zeitpunkt, ich muss das jetzt erstmal wieder, zurückdenken. Wir waren hier genau auf dem beim Autokino und wir waren dabei, den Strom wieder einzuschalten, genau. Jo. Für die abgesägte Schrotflinte bräuchten wir 30 Blätter. Ich zähle, glaube ich, gleich irgendwann durch und komme auf insgesamt 15, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Ja, ganz schön krasse Sache. Also mit den Seiten. Und ich dachte mir, rechts hatte ich was gefunden. Gehst du mal links rüber, ne? Ist jetzt kein allzu abwegiger Gedanke. Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, was ich alles erzählt habe. Ich habe, glaube ich, wieder so ein bisschen über das Spiel sinniert im Vergleich zum Vorgänger. Ja. Was könnte ich denn noch so gesagt haben? Es war erst vorhin, als ich es aufgenommen habe, hier direkt hier vor, aber und da dachte ich mir, komm, dann brauchst du es nicht hinterher synchronisieren, machst es nochmal, bevor du, das, wenn du noch so einigermaßen den Stoff im Kopf hast, sozusagen. Das klingt verkehrt, ich weiß, aber ja, das Videomaterial, das Spiel, das Let's Plays. Hilfe. Ja, der Döner war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Ach, Döner, Döner, Döner. Hilfe, ich muss wieder aufstoßen. Auch noch nie. Und da denke ich schon wieder, ich dachte gerade echt schon wieder, das wäre eine Seite gewesen. Ich habe mich da, ich glaube, zwei oder dreimal noch vertan, gleich. Und dachte immer, das ist eine bekloppte Seite, die man einsammeln kann. Aber nein. Und als ich diese Boxen hier gesehen habe, diese Lautsprecher, dachte ich, oh, vielleicht kommen hier noch die Old Gods of Asgard. Und dann fiel mir ein, ach nee, das sind einfach nur die fürs Autokino, die Boxen, ja. Aber es wäre auch cool gewesen. So noch so ein Cameo-Auftritt wieder, einen neuen. Bei dem Hauptspiel gab es ja auch einen. Das ist jetzt kein allzu großer Spoiler. Und da hatte ich erwähnt, dass das, glaube ich, irgendein Teil von einem Achievement ist. Zumindest war es das, glaube ich, im Hauptspiel bei Steam. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft. Ich hatte, glaube ich, ein Teil-Achievement dafür bekriegt für eine gewisse Anzahl. Aber wenn man das natürlich mit allen Dosendingern da macht. Im Hauptspiel waren das so Dosenstapel, da ist das natürlich nochmal was anderes. You are gonna shit yourself when you realize what I've done. Shut up! Ja, das war die die beste und kraftvollste Entgegnung, die er zu bieten hatte. Halt die Fresse! So nach dem Motto. Ja. Aber ich meine, er kann es ja auch ruhig machen. Es ist ja sein anderes Ich quasi, sein alter Ego. Und das darf man ruhig auch beschimpfen, bis aufs übelste Blut. Ja, und hier erzähle ich mal ein bisschen drüber, denn ich kann verraten, dass hier nicht wirklich irgendwie was erzählt wird. Der hat echt einen Schatten, der Kerl. Der ist geistig, ist er. Ja, jedenfalls, genau, was mir noch eingefallen ist. Der Kerl könnte, also hier unser böser Alan, der könnte eigentlich auch ziemlich gut von John Cusack gespielt werden. Wenn es zum Beispiel ein Film wäre oder ein Film sein wird oder irgendwann mal, weiß man ja nicht. Und in den Real-Life-Cutscenes, nenne ich sie jetzt einfach mal, wo wir Alan halt als Schauspieler richtig dargestellt sehen, der hat teilweise von der Mimik her so ein paar, so zumindest kleine Ähnlichkeiten mit Jake Gyllenhaal, finde ich. Auch ein ziemlich guter Schauspieler. Der hatte echt viele gute Filme gemacht, die ich mag. Source Code zum Beispiel ist ein sehr geiler Film. Oder bei Zodiac hat er mitgespielt, dem Zodiac-Killer-Film von David Fincher. Sehr, sehr geiler Film. Wie alles andere von David Fincher natürlich auch. So, ein bisschen Wasser einschenken hier. Ja, ich bin übrigens extra hier so ein bisschen außen rumgegangen, weil ich halt nichts
in der Mitte triggern wollte. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht ein paar Gegner dadurch entgehen kann. Da oben ist wieder das, die Sternwarte, genau. Und da hinten, das hat mich so ein bisschen an Lucky Luke erinnert, dieses Drehrad da. Also an, was meine ich damit? An das Lucky Luke PlayStation 1 Spiel, was ich let's played habe. Dort hatte ich wieder links oben auf der Karte ein Fragezeichen gesehen und dachte, oh, eine geile Seite. Eine geile Seite. Hatte sie aber erst nicht gesehen und erst beim Rumgehen dachte ich, ach jo, die ist ja im Kofferraum. Und die Seite heißt, wirklich wichtige Dinge. It's been 2 years since I came here. Being that long without Alice breaks my heart. And I know it broke hers. I know she thinks I'm dead. How could I blame her for that? It would be a crime to pretend that she owes me anything. She took all the stupid, self-indulgent bullshit I brought into her life and still stood by me. Still loved me. It's no betrayal. But I'm a better person now than I used to be. I want to be that person with her. Und das ist mal ein richtig guter Vorsatz. Und ich würde es Ellen auch von Herzen gönnen, weil der echt ein töfter Typ ist, finde ich. Das ist ein sympathischer Charakter. Und auch wenn hier natürlich einiges gespoilert wird, was im Hauptspiel so einigermaßen vorkam, mal mehr, mal weniger, möchte ich euch aber trotzdem nochmal empfehlen, entweder schaut euch mein Let's Play dazu an oder spielt es oder am besten beides. Also Alan Wake lohnt sich wirklich, ihr könnt damit nichts falsch machen. Wenn ihr auf sowas steht wie Stephen King oder H.P. Lovecraft oder ähnliche Konsorten, Wolfgang Hohlbein zum Beispiel auch so ein bisschen, David Lynch vielleicht sogar, ja. Obwohl so ganz abstrakt ist es ja nicht, wie seine Filme, aber es lohnt sich. So oder so. Ja, genau, da dachte ich erst, ich hatte auf der Karte gesehen, diese drei Munitionspatronen da oben, die ja für diese Unendlichkeits-Respawn-Munitionskästen stehen, wie dieser hier. Und habe aber innerhalb von den paar Sekunden oder Minuten vergessen, dass ich den erstens schon an dem dran war, aber zweitens, dass er da hängt. Und ich dachte, das wäre dieser Werkzeugkasten vielleicht da drin gewesen. Aber war es nicht. Links, rechts, zwei Wege. Im Zweifel wieder links natürlich. Mein Grundsatz. Und das da unten, der Bereich, hat mich auch doch sehr an einen Bereich aus dem Hauptspiel erinnert. Und zwar gibt es da auch so eine Art Elektrizitätswerk. Und das sieht teilweise ähnlich aus. Beziehungsweise die Halle, die man da hinten sieht, wo wir auch noch reinkommen werden gleich, die hat mich auch an eine Kampfsequenz aus dem ersten Spiel, aus dem Hauptspiel erinnert. Wo übrigens auch wirklich, ich glaube, ich warte erstmal, bis wir fertig sind mit Kämpfen. Der Vergangenheits-Dave. Ich habe mich hierbei echt wieder sehr gut geschlagen beim Kämpfen. Kann ich echt nicht anders behaupten. Was anderes wäre echt eine Lüge. So. Ach genau, da hatten wir einen Werkzeugkasten. Also einen Waffenkasten. 20 Manuskriptseiten hatten wir noch nicht. Und da habe ich jetzt, glaube ich, nachgeguckt, wie viele. Und wir sind, ich bin, glaube ich, auf 15 gekommen. Ja. Jedenfalls, die Lagerhalle gleich da hinten, oder die Elektrizitätshalle, Gedönspömpelfiech-Dinger da, ne, das Haus da hinten, die Halle, die hat mich an eine Stelle im Hauptspiel erinnert, wo auch ein Radio stand, wo Pat Main halt wieder seine Radiosendung gemacht hat, und dort wurde dann ein Lied von den Poets of the Fall vorgetragen, abgespielt. Das Interessante, was Lustige war wirklich, dass da an der Stelle wirklich Pat Main auch die Poets of the Fall angesprochen hat. Also nicht als ihr alter Ego Old Gods of Asgard, sondern wirklich als die real existierende Band. So als Cameo-Auftritt quasi im Spiel. Und das fand ich sehr geil. Mit dem Titel War, glaube ich, also Krieg, den ich auch schon mal erwähnt hatte. Or War, kann man auch schön sagen. So, rar, rar. Ja. Lohnt sich, lohnt sich. Und ich hatte doch nicht geguckt, wie viele es waren. Das habe ich dann gleich irgendwann später noch gemacht. Oh, ja.
Da war ich am Überlegen, was nehme ich für eine Waffe. Erstmal schön hier auf die Knifte wechseln noch. Schön auf den Karabiner. Auch eine coole Waffe, ganz klar. Sowas wie Pumpgun und sowas. Auch alles Waffen, die ich sehr mag in Spielen. Aber im Zweifel mag ich dann halt doch einfach auch schnell Feuerwaffen. Lieber, ehrlich gesagt. Zumal die meist auch eine höhere Reichweite haben. Das kommt halt noch dazu. Diese geräumigen Geräusche hier, die fand ich ja schon fies eingebaut, sagen wir mal so. Passten auf jeden Fall gut zur Atmosphäre. Auch dieser dezente Chor da im Hintergrund. Ich krieg grad schon wieder Gänsehaut, geil. Ach, schön. Ich war übrigens am Überlegen, die Emma, die war ja, wurde hinterher vom Dunkel dann besessen, haben wir ja gesehen, in so einer kleinen Ingame-Cutscene, als wir da von dem Bereich dort beim Motel dann weggefahren sind, aber die Sternwarts-Doktorin, Dr. Meadows, die wurde ja, glaube ich, nicht vom Dunkel besessen, zumindest haben wir das nicht gesehen, meine ich. Da hinten hätte ich auch links hergehen können, ja, aber ich bin jetzt da rechts hergegangen. Kommt im Endeffekt sogar aufs Gleiche raus. Ist einfach nur ein Rundgang, also von daher alles halb so wild. Und da dachte ich erst, das wäre hier das Ding, dass man da dran muss und da den Strom einschalten muss. Aber wir müssen natürlich in die große Halle rein. Wenn schon, denn schon. Immer natürlich auf zweierlei Suche. Erstens nach Manuskriptseiten und zweitens nach der Herkunft der Geräusche hier. Und da hinten, ja, sie konnten sich nicht gut verstecken. Nein, nee. Das ist nicht so ihre Stärke gewesen. Man hat sie dann doch schnell gesehen. Das Geile an der Waffe ist natürlich, ein Schuss meistens, maximal zwei und dood sind sie, ne? Das muss man diesen heftigen Kavems-Männern ja lassen. Geräusche, die er teilweise macht, einfach beim normalen Springen, noch nicht mal besonders angestrengt hoch oder so, einfach beim normalen Springen. Alan darf das. Alan ist echt eine coole Socke. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Nicht umsonst ist er natürlich auch in meinem Kanalbanner vertreten, der mir vom lieben Super Flash Crash vom Rick wiedergemacht wurde, eine neue Version, vor kurzer Zeit. Und was haben wir hier? Alice. My wife. The best thing that ever happened to me. She smiles and the darkness lifts. For her, I've tried things I otherwise never would. I've never really minded if it's made me feel like a fool. She's a photographer, and the world she sees through her lenses is unique and beautiful. She has the vision. She sees things others don't and knows how to make them visible to everybody. She did it with me, too. She teased out things I was only vaguely aware of.
She always saw me in the best possible light. Im allerbesten Licht gesehen. Ja, ja, merkt er was? Ja, ja. Kleines Wortspiel hier. Ja, ja. Mit Licht und Schatten und so. Hier habe ich, glaube ich, so ein bisschen sinniert, dass Fotografie auch etwas wäre, was mich persönlich schon immer interessiert hat. Das einzige Problem bei diesem Hobby ist nur leider, dass so eine einigermaßen passable Ausrüstung nicht günstig ist. Aber ich meine, so eine schöne, an sich, so eine schöne Spiegelreflexkamera von Canon oder was, oder auch von anderen Kameraherstellern sozusagen, Nikon oder was, wäre schon natürlich was Geiles, sagen wir mal so. Also ich würde schon mal ganz gerne, hobbymäßig zumindest, auch mal mehr Fotos machen. Ich hätte auch schon so ein paar Motive, so alte verlassene Gebäude, die es hier in der Stadt gibt und sowas. Das interessiert mich ja schon sehr. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall hätte ich da generell Spaß dran, glaube ich. Das wäre schon auch schon sowas für mich, ja. Vielleicht kommt es mal irgendwann dazu. Mal schauen.